Moin Moin, herzlich hallo und willkommen zu Genau Richtig Mario Kart 8 The Ghoul Challenge. Zweite Staffel. Im letzten Teil, ja gut, also es lief echt suboptimal und heute spielen wir mit Larry! Wir hatten letztes Mal leider irgendwie eine ganz komische Cheater-Braut und ja, war nicht schön. War nicht schön. Heute mitmachen tun diese Kreaturen, diese Leute, diese People. Wobei der hier so ein bisschen aussieht wie LP Mario Party. So ein bisschen. Zumindest die Augen passen nicht, aber alles andere schon. ja. So. So sieht's aus. Wir fahren mal wieder 8 Rennen mit jedem Charakter. Ja, 8 Rennen, 4 pro Ding. Ja. Eine ausgeglichene Gruppe, wo wir Tatsache, ohne Witz, Gruppenleader sind. Das ist natürlich eine interessante Sache. Jemand aus Nordrhein-Westfalen und jemand aus Rheinland-Pfalz sind dabei. Herzlichen Gruß von hier aus Hamburg. Aber 12 Punkte gehen nicht zu euch. So, und ja, mal schauen. Wir sind Gruppenleader. Das ist natürlich erst recht immer so ein bisschen Arsch, ne? Habe ich ja schon mal in einem alten Teil gesagt. Wenn du Gruppenleader bist, bist du ja eigentlich gefordert zu gewinnen. Andersrum, glaube ich, hat das Spiel so ein bisschen Nachsicht mit uns. Aber ja, doch sehr interessant im letzten Teil. Wow, gefahren sind. Eigentlich waren wir gut, aber irgendwie. Oh, ja. So. So. Honey vor uns. Oder Hanny. Ja, schnapp mal am besten. Schnapp die, schnapp die, schnappe die, schnapp. Hättest den auch mal umräumen können. So. Ja, zumindest fahren wir vorne mit. Das ist ja schon mal ein Anfang. Hier keine Bananen, genau, keine Bananen liegen. Ist alles hier im Paletti-Bereich. Aber ist das wirklich so? Wenn das Spiel merkt, dass du eigentlich zu schlecht bist, dass du in eine, wow, schlechtere Gruppe reingetan wirst. Damit du so ein bisschen wieder erfolgreicher bist. So, wehe, du wirfst, dankeschön. Wehe, du wirfst nach hinten. Aber wir haben schon wieder durch Turbo. Ja, Banane bringen mir auch viel. Alle Bananen. Oh, Boomerang. I hate Boomerang. Ja, ein bisschen weit außen, klar. Na, wir fahren hier alle jetzt mit Bananen, weißt du? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, ich halte zumindest die anderen hier ein bisschen auf. Aber wir brauchen ein bisschen bessere Items. Was wie ein Pilz wäre gut. Toll, 3 Bananen! Ein besseres Item. Nicht eine Banane, sondern 3 Bananen. Okay, gut, fein, sind wir Zweiter geworden. Aber ganz ehrlich, nicht eine Banane, sondern 3 Bananen. Weißt du, du brauchst ein besseres Item. Dann kriegst du 3 Bananen. Das ist nicht euer Ernst. Oh, liebe Entwickler, das ist nicht euer Ernst. Aber okay, gut, wir sind Zweiter geworden. Aber es war ein faires Rennen, muss man sagen. Also das im letzten Teil war das ja nicht wirklich fair, aber das war schon gutes Rennen. Tatsache. Das war ein gutes Rennen. So, gibt es hier irgendwie sowas wie gutes Rennen oder sowas? Nee. Nee, gibt's nicht. Okay. Dann fahren wir so weiter. Ja. Schaut sich so ein bisschen um, ne? Ach, du bist der Alejandro. Ja, in Spanien ist mal irgendwie das. Nee, warte mal, das war mal ein LL, ne? Das LL wird als J gesprochen. Ja. Ja, ja. Ich hatte mal irgendwann Spanisch. Bisschen ist hängen geblieben. Nicht viel, aber ein bisschen. Für ein Video wird es nicht reichen. Dasselbe gilt fürs Englische. Ja, für ein Video wird es nicht reichen. So, jemand aus Rheinland-Pfalz. Warte mal.
Ei, 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 das ist nicht euer Ernst, das ist nicht euer Ernst. Nein, ich bin mal aus Rheinland-Pfalz und habt euch angeguckt, wie viele Punkte das sind. Ja gut, ich glaube, ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal jemanden, der mehr Punkte hatte im Let's Play? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann schön. Ich glaube noch nicht. Ich fand eigentlich die Gruppe schön. Und jetzt zerstörst du sie. Ja, das ist ein Pro. Das ist natürlich bitter. Ja, komme ich nicht mal ran. Pro, schade. Aber man kann es ja versuchen. Also heißt das, der zweite Platz ist eigentlich der persönlich erste. So, aber warum fährt man dann noch Mario Kart? Ich verstehe ehrlich gesagt den Sinn nicht. Weil das Spiel toll ist. Ja, das kannst du. Kannst du haben, aber ja, ganz ehrlich, am liebsten einfach aus der Gruppe wieder verschwinden. Das wäre sehr nett. Wäre wirklich auch anrichtbar. Also. Das wäre sehr nett und anrichtbar. Und ich fasse es nicht. Nennt mich Pro-Gamer. Nennt mich Pro-Gamer. Wir haben den anderen besiegt. Es ist, ja. Das ist... ja gut, also das ist für die Legende, für irgendwen, der das mal sehen möchte. Ich habe jemanden besiegt mit 99.999 Punkten. So sieht das aus. Oh, jetzt können wir das Let's Play beenden. Wir können das Let's Play jetzt gerne beenden. Ich hab keine. Oh je. Hooray, ganz ehrlich. Also ein Hooray auf diesen Sieg. Ne? Oder trinkt auf mich, keine Ahnung, ist mir egal. Auf jeden Fall, das nennt man auf jeden Fall Wahnsinn. Andersrum, ich weiß nicht, wo, warum oder wieso oder weshalb das denn so jetzt gekommen ist. War das so, dass die kurz vorm Ziel so sehr Probleme hatte, dass es nicht vom Fleck kam? Vielleicht irgendwo abgestürzt, aber abgestürzt geht ja auch nicht. Weil wo willst du da bitte abstürzen? Du kannst ja eigentlich da nirgendwo abstürzen. Und wenn ja, wo? Wo willst du bitte da abstürzen? Weiß ich nicht. So, hier gibt es wieder massig Möglichkeiten abzustürzen. Wir lassen den Pro-Gamer mal wieder ein bisschen vorne vorfahren. Nicht, weil wir ihn danach wieder arschig überholen werden. Das war jetzt eine Ausnahme, ganz ehrlich. Kann mir keiner sagen, dass das hier, also. Das war echt Tatsache Zufall. So, wir nehmen auch keine Abkürzung in der Hinsicht. Ist mir nämlich viel zu gefährlich. Wow! Hast du das gesehen? Was ist denn hier los? Ja, lass mal. Lass das mal den Papa machen. Aber auch interessant. Ja, trifft sogar einmal. Wahnsinn. Schade. Ja, genau.
So, einmal rüber und einmal mit abstürzen. Dankeschön. Ja, das ist eben das manchmal, wenn man Risiko fährt. Das ist eben nicht zwingend funktioniert. So. Aber auch interessant, brutal wieder. Weißt du, brutal weit vorne. Siebter. Okay. Ja, das ist ein bisschen weit. Ja, stimmt, wir können ja nicht driften als Kleiner. Sorry. Ich kann ich selbst den Vogel nicht überholen. Weißt du, eben noch der Pro-Gamer und jetzt so ein voller Noob. Oh Mann. So. So, was kriegen wir für ein Item? Ja, ein Pilz ist okay. Reicht auch eigentlich. Wenn ich hier noch durchfahre, dritter Platz. Das reicht auch. Das reicht, ist völlig in Ordnung. Dritter Platz geht in Ordnung. Ja, Platz 1 kriegt keine Punkte mehr, weil Platz 1, weißt du? Bist zu gut gewesen für dieses Spiel. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele User grundsätzlich in diesem Spiel diese Summe schon erreicht haben und wie lange man eigentlich spielen muss, um diese Summe zu erreichen. Beziehungsweise, ob die Leute, das ist natürlich, es gab ja auch früher Meisterschaften von Mario Kart, ne, weiß ich nicht, ob die Leute auch bei Meisterschaften mitfahren, also wirklich ernsthaften Meisterschaften. Ich glaube, mittlerweile gibt es sowas nicht mehr. Also, vielleicht bei Mario Kart 8 Deluxe. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare, ob es irgendwie so eine Meisterschaft gibt oder sowas. Wenn ja, wäre es lustig, dran teilzunehmen. Meinerseits so ein bisschen. Ja gut, Vollnoob und so. Und gerade mal 7600 Punkte, ne? Gerade mal noch so erreicht. Ja, Bibipack, komm. Die will, die das will, uns jetzt alle aber Grund und Boden blamieren. Ist ja einfach so. Anton aus Deutschland. Hallo Anton. Ja, einfach jetzt den Grund und Boden blamieren. Natürlich. Alle überrunden, mindestens viermal und dann hat man den Titel. ich weiß gar nicht. Wir sind, glaube ich, in diesem Let's Play insgesamt, glaube ich, auch schon ein paar Mal gerundet worden. Ja, auch mit Jumpen. Also das ist alles im jüdischen Bereich. Ja. Ja. Weißt du, wenn du es kannst, dann kannst du es auch beweisen. Ist einfach so. Wow. Also, Parcours fahren, ja gut. Okay. Ja, ich weiß, dass hier noch die Bananen sind. Ja! Shit! Ja, ich weiß noch, dass da die Bananen sind. Ja, geil. Aber dass du da mitten in dem Minenfeld reinfährst, ist eine andere Geschichte. So. Ich brauche ein anderes Item. Ja, sowas halt. So, einmal hier abkürzen. Ah, einer reicht nicht. Ja, drei sind schon viel besser. Sind dann Fünfter geworden, ist okay. Aber der Pro-Gamer verliert wieder mal. Oh, ein auf turbulentes Rennen. Ich hätte echt gedacht, dass die da jetzt wirklich weit vorne ist. Also, dass sie uns überrundet. Naja, gut. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ihr mögt. Schaltet ein, wenn nicht. Bis dann. Macht's gut.